Es gibt verschiedene Ursachen, wie es zu einer Inkontinenz kommen kann. Ich habe es vor allem bei Männern untersucht, die eine Prostata-Operation hatten. Dann gibt es aber auch zum Beispiel bei Frauen, die älter sind, die auch geboren haben, dass der Beckenboden nicht mehr so stark ist. Dann gibt es verschiedene Krankheiten, wie zum Beispiel Zuckerkrankheiten, die einen Einfluss haben könnten. Oder Leute, die Rückenmarksverletzungen hatten oder Krankheiten haben, die das Rückenmark beeinflussen. Gerade Menschen, die eine Krebserkrankung haben, oder? Also das berichten eigentlich alle Menschen, die so eine Diagnose bekommen haben. Sie sagen, ich habe Krebs gehört und nachher habe ich nichts mehr gehört. Also sie hören nicht mehr oder weniger, die Operation oder die Therapie kann auch Folgen haben. Also alle Männer haben berichtet, ich weiß schon, dass der Urologe mir gesagt hat, ich könnte inkontinent sein oder ich könnte eine Form von Impotenz haben. Aber eigentlich so ins Bewusstsein ist es bei mir nicht gekommen, weil die Tatsache, ich habe Krebs, alles andere überdeckt hat. Und viele Menschen, die dann die Operation überstanden haben oder andere Therapien wie Bestrahlungen oder Chemotherapien überstanden haben, haben gesagt, die Folgen dieser Therapie habe ich eigentlich erst wirklich dann im Alltag erlebt, wo also der erste Schreck, ich habe Krebs, auch wirklich vorbei war.